Im letzten Teil der Vorlesung kam er uns mit dem Zusammenhang zwischen Übergangsfunktionen und Halbgruppen linearer Operatoren auseinandergesetzt. Und jetzt fokussieren wir uns auf diese Halbgruppe linearer Operatoren und ihren Zusammenhang zu Generatoren, die eine effiziente Möglichkeit darstellen, Halbgruppen zu charakterisieren. Und das ist die Frage, die uns in dieser Vorlesung antreiben soll. Dazu brauchen wir aber erst noch ein paar Notationen. Und zwar, hier möchte ich in diesem Teilkapitel möchte ich mit einem allgemeinen Banachraum B arbeiten. Der sei einfach mit B bezeichnet. Und mit B Stern möchte ich den zugehörigen Dualraum bezeichnen. Und das ist der Raum der beschränkten linearen Funktionale, was nichts weiter ist als eine Abbildung von unserem Banachraum in die reellen Zahlen. Also es ist ein linearer Funktionale über R. Und was ich mir jetzt angucken möchte, ich brauche den Begriff von Konvergenz. Und hier müssen wir ein paar Konvergenzarten unterscheiden. Also ich nehme mir erstmal hier eine Folge von Funktionen aus unserem Banachraum B und f sei eine Funktion in unserem Banachraum. Und dann möchte ich diese Folge stark konvergent gegen f bezeichnen, falls fn minus f in der entsprechenden Norm auf unserem Banachraum zu 0 konvergiert. Und ich möchte diese Folge fn schwach als schwach gegen f bezeichnen, und das möchte ich ausdrücken mit diesem weak, mit diesem w, falls gilt, dass jedes lineare Funktional von unserem angewendet auf ein Element aus unserer Folge konvergiert gegen das entsprechende lineare Funktional von f. Das soll schwach konvergent bedeuten. Und jetzt brauchen wir auch noch einen Konvergenzbegriff auf der Level von Operatoren. Also sei Qn eine Folge beschränkter linearer Operatoren auf b, das heißt, das sind Abbildungen von b nach b. Und dann möchte ich diese Folge als gleichmäßig konvergent bezeichnen, falls Qn gegen Q in der Operatornorm konvergiert. Die Operatornorm, die Definition habe ich hier unten hingeschrieben. Ich möchte diese Folge als stark konvergent bezeichnen, falls die Norm von Qnf minus Qf gegen 0 konvergiert für jede Funktion f aus unserem Banachraum. Und diese Norm ist jetzt die Norm aus dem Banachraum. Und ich möchte die Folge Qn als schwach gegen Q konvergent bezeichnen, falls für jedes lineare Funktional Qnf gegen das entsprechende lineare Funktional Qf konvergiert. Das soll natürlich gelten für jedes f aus unserem Banachraum und jedes lineare Funktional aus dem Dualraum. Das sind sozusagen die Konvergenzarten, die auftauchen werden. Vornehmlich werden wir sozusagen uns mit der starken Konvergenz für Operatoren, wie auch für Funktionen auseinandersetzen. Jetzt brauche ich noch weitere Begriffe, nämlich ich möchte den Begriff einer Kontraktionshalbgruppe einführen. Und hierbei handelt es sich einfach um eine Familie beschränkter linearer Operatoren auf B, die folgende Eigenschaften besitzen. Einmal P0 soll die Identität sein und PS plus D soll die Verknüpfung der Operatoren PS und PD darstellen. Hier ist auch wieder die Kommutation einfach aus der Definition gegeben. Also sozusagen diese Familie der Operatoren soll die Halbgruppeneigenschaft genügen. Die zweite Eigenschaft ist, dass für jedes t die Operatornorm von pt durch 1 beschränkt sein soll. Und diese Eigenschaft möchte ich als Kontraktion bezeichnen. Und die zweite Aussage ist, was verstehen wir jetzt unter einer stark schädigen Halbgruppe? Also ich nehme hier eine Halbgruppe von linearen Kontraktionen, PT. Jetzt möchte ich erstmal den Definitionsbereich der starken Stetigkeit einführen und den möchte ich mit B0 bezeichnen.
Und B0 ist jetzt einfach folgendermaßen definiert. Ich nehme die Menge aller Funktionen f aus unserem Banachraum, die die Eigenschaft haben, dass wenn ich das ptf im starken Sinne gegen f konvergiert. Also ich nehme mir alle Funktionen aus, die diese starke Konvergenzeigenschaft haben. Das wäre sozusagen der Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Und falls jetzt gilt, dass der Definitionsbereich der starken Stetigkeit mit dem ganzen Banachraum zusammenfällt, dann möchte ich diese entsprechende Halbgruppe linearer Kontraktion als stark stetige Kontraktionshalbgruppe bezeichnen. Worum es im Folgenden gehen soll, ist erstmal eine Charakterisierung dieser Menge B0. Das ist die Aussage von dem folgenden kleinen Lemma. Also ich nehme jetzt eine Kontraktionshalbgruppe her. Das ist die erste Aussage. Der Definitionsbereich der starken Stetigkeit ist ein Banachraum. Die zweite Aussage ist, dass wenn ich ein Element hernehme aus unserem Raum B0, die Halbgruppe darauf anwende, dass das wiederum ein Element aus B0 liefert. Das heißt, dieser Definitionsbereich der starken Stetigkeit ist invariant unter ET. Und das gilt für jedes T größer als 0. Und die dritte Aussage ist, was wir gesehen haben, die Definition des Definitionsbereichs der starken Stetigkeit war eigentlich eine starke Stetigkeit nur im Zeitpunkt 0. Also wenn wir da nochmal zurückgehen, dann sehen wir hier, wir gucken uns das nur an, den Limes für T gegen 0. Und die letzte Aussage ist, dass wenn ich mir ein Element aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit hernehme, dass dann auch die starke Stetigkeit für jeden beliebigen Zeitpunkt gilt. Das heißt, wenn ich mir angucke, PET plus H und den Limes bilde für H gegen 0, dann ist konvergiert PET plus HF im starken Sinne gegen PET. Wie sieht jetzt hier der Beweis aus? Also gucken wir uns den Beweis von Teil A an. Also wir wollen zeigen, dass B0 ein Banachraum ist. Dazu müssen wir erstmal zeigen, dass B0 ein Vektorraum ist. Und dann müssen wir zeigen, dass B0 abgeschlossen ist. Also die Vollständigkeit müssen wir zeigen. Wie sieht jetzt der Teil aus, dass B0 ein Vektorraum ist? Das ist relativ trivial. Nehmen wir uns also zwei Funktionen f und g aus B0 her, nehmen wir uns hier reelle Zahlen a und b und wir betrachten uns jetzt die neue Funktion af plus bg und wir müssen einfach nur zeigen, dass diese Funktion wieder ein Element aus B0 ist. Also müssen wir die Definition ins Spiel bringen und das sozusagen, wir schreiben erstmal hin, was ist denn pt von dieser neuen Funktion minus diese Funktion af plus bg. Wir müssen einfach nur zeigen, dass diese Funktion gegen 0 konvergiert für t gegen 0. Ja, was wir jetzt ausnutzen können ist, ich kann ja das erstmal umsortieren und ich kann Eigenschaften der Norm ausnutzen, nämlich erstmal, dass ich die Koeffizienten a und b aus der Norm rausziehen kann. Hier nutze ich natürlich aus die Linearität des Operators bt. Erhalte dadurch die Norm von ptf minus f und die Norm von ptg minus g. F und g waren ja aber aus dem Raum b0, das heißt, wir wissen, für t 0 konvergiert diese Norm gegen 0 und genauso diese Norm. Damit haben wir gezeigt, dass af plus bg in dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit liegt. Was wir jetzt zeigen müssen im zweiten Schritt ist, dass b0 abgeschlossen ist. Was heißt das? Das heißt, wir nehmen uns her eine Folge von Funktionen in B0, die Eigenschaft haben, im starken Sinne gegen eine Funktion f zu konvergieren, die in B liegt. Was wir jetzt nachweisen müssen, ist, dass dieses f auch wieder in B0 liegt. Und das funktioniert im Wesentlichen durch eine geschickte Anwendung der Entreichungsgleichung. Also was wir uns angucken müssen, ist, wir wollen nachweisen, f liegt in B0, also gucken wir uns wieder an, für ein t größer
gleich 0. Was ist dann die Norm von PDF minus f? Was ich jetzt mache ist, ich addiere erstmal für ein festes n PDFn hinzu und ziehe es wieder ab. Das ist hier passiert. Ich addiere hinzu und ziehe wieder ab die Funktion fn. Das ist hier geschehen. Und dann sortiere ich das sozusagen, diese Funktion, die ich gegeben habe, ein bisschen um. Das heißt, ich kriege hier ein PDF, ist hier drin gelandet und das f von hier ist hier hinten drin gelandet. Jetzt nutze ich die Dreiecksumgleichung aus und kann das umschreiben als die Norm von pd von fn minus fn. Dann in diesem Teil kann ich einfach die Norm von pt rausziehen. Ich kriege also diese Operatornorm von pt. Und ich weiß natürlich nach Voraussetzung, wir haben ja eine Kontraktionsteilgruppe vorliegen, dass die Norm, die Operatornorm von pt durch 1 beschränkt ist. Und im letzten Teil kriege ich einfach diese Norm von fn minus f. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, erhalte ich, dass sich die Norm von ptf minus f abschätzen lässt nach oben durch die Norm von ptfn minus fn plus 2 mal fn minus f. Und das gilt hier für jedes n. Und jetzt kann ich sozusagen erstmal den Limes t gegen 0 bilden. Also wenn ich jetzt den Lim-Sub t gegen 0 bilde, dann weiß ich, dass die Norm von ptf minus f nach oben beschränkt ist. Also ich kontrolliere das durch 2 mal fn minus f und ich habe einfach nur benutzt, dass fn für jedes n aus b0 stammt. Und jetzt kann ich im zweiten Schritt, dadurch, dass es für jedes n gilt, kann ich natürlich im zweiten Schritt dann den Limes n gegen unendlich bilden. Und dadurch, dass wir vorausgesetzt haben, dass fn im starken Sinne gegen f konvergiert, wissen wir, dass diese Norm verschwindet. Und das zeigt, dass f in diesem Raum b0 liegt. Und damit haben wir nachgewiesen, dass b0 ein Banachraum ist. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Aussage. Das war nämlich der, dass dieser Raum b0 invariant ist bezüglich pt. Also nehmen wir uns ein Element f aus dem Raum b0 her. Wir fixieren den Zeitpunkt t. Und jetzt müssen wir nachweisen, dass ptf wieder in b0 liegt. Also ich gucke mir das Ganze jetzt an für ein h größer als 0 und ich wende jetzt hier drauf an die Definition oder einen Teil der Definition der starken Stetigkeit von dieser familiärer Kontraktion. Also ich gucke mir an, pH angewendet auf diese Funktion pdf minus pdf. Und im ersten Teil kann ich ja das Ganze auch schreiben, das ist nichts weiter als aufgrund der Halbgruppeneigenschaft wie p von t plus h. Also natürlich auch das gleiche wie p von h plus t. Und das nutze ich aus, sozusagen die Kommutation, aufgrund der Halbgruppeneigenschaft gewinne, nutze ich aus, um sozusagen bh mit bt zu vertauschen, zu kommutieren. Und dann kann ich natürlich bt einfach ausklammern. Das heißt, ich habe jetzt hier aufgrund der Halbgruppeneigenschaft erreicht, dass das gleiche ist wie die Norm von bt von der Funktion bhf minus f. Und jetzt kann ich natürlich dieses pt mit Hilfe der Operatoren rausziehen. Und erhalte, dadurch, dass das ja eine Kontraktion ist, das gleich wieder nach oben abschätzen, durch 1 und erhalte einfach als obere Schranke für diesen Ausdruck die Norm von phf minus f. F war jetzt aber aus dem Raum b0. Das heißt, wenn ich jetzt wieder den Lim-Sub für h gegen 0 bilde, dann sehe ich, dass diese Norm gerade verschwindet. Und das zeigt nichts weiter oder sagt nichts weiter aus, als dass PDF in der Domain der starken Stetigkeit liegt. Haben wir auch diesen Teil gezeigt, die Invarianz. Bleibt sozusagen noch die Stetigkeit an verschiedenen Zeitpunkten zu zeigen. Und die eine Richtung, also ich gehe nochmal zur Aussage zurück, also wir müssen zeigen, dass wenn f in b0 liegt, dass dann die Funktion pt plus hf im starken Sinne gegen btf konvergiert.
und halt die Rückrichtung. Aber die Hinrichtung haben wir im Prinzip gerade in Tel B gezeigt. Das war gerade die Aussage. Und die Rückrichtung ist genauso trivial. Wir setzen einfach D gleich 0 und dann haben wir einfach die Definition von der starken Stetigkeit. Damit haben wir jetzt also dieses Lemma bewiesen. Wir haben sozusagen jetzt eine Charakterisierung von diesem Definitionsbereich der starken Stetigkeit gefunden und wir haben auch gezeigt, dass diese Aussage überhaupt Sinn macht, weil damit B0 mit B übereinstimmen kann, sollte B0 ein Bahnraum sein, weil B ein Bahnraum ist. Gut, kommen wir jetzt zum Begriff des Generators. Also ich nehme her eine Halbgruppe linearer Kontraktion, die möchte ich mit BT bezeichnen. Und dann gucke ich mir an, gebe ich mir vor einen linearen Operator G. Und der bildet ab von einem Definitionsbereich in den Bahnraum. Der Definitionsbereich sei wie folgt charakterisiert. Das ist die Menge aller Funktionen f aus unserem Bahnraum, die Eigenschaft haben, dass wenn ich den starken Limes nehme, von 1 durch t, ptf minus f, dass dieser Limes, dieser starke Limes existiert. Und auf dieser Definitionsbereich soll gelten, dass dieser Operator g mit diesem Grenzwert übereinstimmt. Also im Prinzip, g von f ist nichts weiter als die Rechtsableitung der Funktion ptf in der Stelle 0. Gut. Eine Bemerkung an der Stelle. Was klar ist, PT war ein beschränkter Operator. Also wir hatten eine Familie von beschränkten Operatoren uns vorgegeben. Wir haben sogar noch mehr vorgegeben. Es war eine Familie von Kontraktionen. Das heißt, die Norm war durch 1 beschränkt. Nichtsdestotrotz kann dieser Operator G, also der Generator, so er denn existiert, im Allgemeinen muss es kein beschränkter Operator sein, es kann ein unbeschränkter Operator sein und wir werden in der nächsten Vorlesung auch Beispiele sehen. Bevor wir jetzt weiter uns sozusagen mit der Domain und dem Generator, also mit dem Definitionsbereich des Generators und dem Generator selber auseinandersetzen und deren Eigenschaften und so weiter angucken wollen, möchte ich noch sozusagen einen Begriff einführen. Und zwar, das ist jetzt hier ein funktionswertiger Integralbegriff. Dazu nehme ich mir her eine stark stetige Kontraktionsteilgruppe, PT, und dann definiere ich mir dieses Banachraumwertige Integral einfach als den starken Limes von dieser Riemannschen Partialsumme. Das heißt, ich nehme her für reelle Zahlen a kleiner als b, schaue ich mir an eine beliebige Folge von Partitionen, t0 bis tn, bei t0 mit dem linken Intervallgrenzwert übereinstimmen soll und tn mit dem rechten Intervallgrenzwert. Und diese Partition soll die Eigenschaft haben, dass für n gegen unendlich die Feinheit dieser Partition gegen 0 geht. Und das sk, was ich in der Definition von dieser Riemannschen Approximation des Integrals nutzen möchte, soll ein Element aus diesem halboffenen Intervall tk-1 tk sein. Also auf diese Art und Weise kann ich mir einen Integralbegriff definieren. Jetzt hier eine kleine Aufgabe, falls PT eine stark stetige Kontraktionsteilgruppe ist, dann gilt das Folgende. Nämlich zum einen, dass die Norm von diesem Integral PTF über die Intervallgrenzen AB das gleiche ist wie das Intervall von A nach B von PTF. Also ich kann sozusagen die Norm in das Integral hineinziehen und insbesondere dadurch, dass wir hier ein Element aus der Kontraktionshalbgruppe gegeben haben, können wir das sozusagen sogar noch weiter nach oben abschätzen, dass wir nämlich nichts weiter als die Norm von f mal die Intervalllänge, also b minus a.
Die zweite Aufgabe, was zu zeigen ist, dass ich sozusagen, wenn ich die Ableitung dieses Integrals zum Zeitpunkt, also die Rechtsableitung betrachte, dass ich wieder PDF rausbekomme. Und die dritte Aussage ist, dass PT mit diesem Integral kommutiert. Also, dass ich das vertauschen kann. Ich darf diesen Operator in das Integral hineinziehen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Halbgruppeneigenschaft ausgenutzt, um die Integralgrenzen zu verschieben. Dies überlasse ich Ihnen als kleine Aufgabe, sich sozusagen mit diesem Integralbegriff, diesem im Riemannschen Sinne auseinanderzusetzen und diese Eigenschaften zu zeigen. Schauen wir uns jetzt genauer an den Generator und seinen Definitionsbereich. Also sei G ein Generator einer Halbgruppe linearer Kontraktion auf B. Und dann gilt das Folgende: Wenn ich den Abschluss des Definitionsbereiches betrachte, dann stimmt das Ganze überein mit dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Was erstmal eine sinnvolle Eigenschaft, also was eine schöne Eigenschaft ist, also dass der Definitionsbereich enthalten ist in B0, was ein Teil der Aussage ist, sagt ja aus, dass diese Rechtsableitung, also eine Funktion, für die diese Rechtsableitung existiert, auch stetig ist, im starken Sinne. Dass diese Abschlusseigenschaft bedeutet auch, dass ich sozusagen damit alle stark stetigen Funktionen, also nicht alle Funktionen aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit dieser Halbgruppe PT erreiche. Die zweite Teil der Aussage ist, dass der Definitionsbereich des Generators, wenn ich ein Element daraus nehme, den Generator darauf anwende, dass ich auch wieder eine Funktion aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit bekomme. Und als Konsequenz erhalte ich auch, dass dieses Integral von PDF enthalten ist im Definitionsbereich des Generators für jede Funktion f aus dem Generator und jeden Zeitpunkt. Und das erlaubt mir auch, das folgende hinzuschreiben, nämlich dass PDF minus f das gleiche ist wie der Generator angewendet auf das Integral von 0 bis t von PS f ds. Die zweite Teil der Aussage ist das folgende: Wenn ich mir jetzt eine Funktion f aus dem Definitionsbereich des Generators hernehme, dann gilt nicht nur, dass das Integral im Definitionsbereich liegt, sondern auch PDF liegt im Definitionsbereich und insbesondere kommutiert der Generator mit dem Operator PT. Das heißt, ich habe hier wirklich, der Generator spielt wirklich diese Rolle wie diese Ableitung der Halbgruppe in T. Und insbesondere gilt dann natürlich auch, das ist jetzt so eine Art Form vom Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, dass ich PDF minus f auch darstellen kann als Integral von 0 bis t vom Generator angewendet auf PSF ds. Also wenn Sie sich sozusagen vorstellen, dass dieser Generator die Rolle übernimmt von dieser Ableitung, dann ist das sozusagen die Form vom Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Der dritte Teil der Aussage ist der folgende: Dass dieser Generator abgeschlossen ist. Was heißt das? Das heißt das Folgende: Ich nehme hier eine Folge aus dem Definitionsbereich des Generators, die Eigenschaft hat, im starken Sinne gegen eine Funktion f zu konvergieren, die in unserem Banachraum liegt. Und was ich mir auch angucke, ist, ich wende jetzt den Generator auf diese Folge fn an, erhalte damit eine neue Folge. Und die soll auch konvergieren im starken Sinne gegen eine Funktion g aus unserem Banachraum. Und dann ist die Aussage die, dass diese Funktion f, also das Limesobjekt hier, dann im Definitionsbereich liegen muss. Und wenn ich den Generator anwende auf dieses Limesobjekt, gerade diese Funktion g erhalte, die ich aus diesem Grenzwert gewonnen habe. Das sind die drei Aussagen, die ich im Folgenden jetzt zeigen möchte. Der erste Schritt ist, wir sollten uns erstmal überzeugen, dass der
Definitionsbereich des Generators wirklich eine Teilmenge von unserem Definitionsbereich der starken Stetigkeit ist. Was machen wir? Also wir nehmen uns einfach eine Funktion aus dem Definitionsbereich her. Und was wissen wir dann? Naja, dann wissen wir, dass 1 durch pHf minus f minus den Generator und davon die Norm, dass das für h gegen 0 konvergiert. Und insbesondere können wir sozusagen für jedes c, was wir uns vorgeben, ein h0 finden, sodass dieser Teil einfach durch c beschränkt ist. Das ist Teil 1. Jetzt wollen wir sozusagen die nachweisen, dass ptf minus f für t gegen 0 konvergiert. Und das machen wir wie folgt. Also wir geben uns ein Epsilon größer 0 vor. Wir wählen uns ein Delta in der folgenden Art und Weise. Das ist nichts weiter als Epsilon geteilt durch 2 mal c. Und das ist dieses c, was wir uns hier gewählt haben. Plus die Norm von f geteilt durch h0, wobei h0 dieses h0 war, was wir uns hier vorne auch vorgegeben haben. Also was dann existiert. Und jetzt führen wir wieder eine Menge Nulladdition durch. Also das, diese Norm, also von ptf minus f, möchte ich erstmal wie folgt schreiben. Ich möchte durch t teilen und mit t multiplizieren und ein t rausnehmen. Das ist sozusagen der erste Teil. Ich habe hier also t draußen. Dann kriege ich natürlich 1 durch t von ptf minus f. Und jetzt möchte ich das folgende machen. Ich möchte den Generator hinzuaddieren, abziehen und hier hinzuaddieren. Was ich auch noch machen möchte, ist, ich möchte 1 durch h0 von ph0f minus f abziehen und hinzuaddieren. Also eine Menge Nulladdition. Jetzt möchte ich das Ganze einfach ein bisschen umsortieren. Ich wende jetzt die Dreiecksumgleichung an und erhalte damit die Norm von 1 durch t ptf minus f minus g. Ich erhalte das gleiche wie 1 durch h0 ph0f minus f minus g. Und ich erhalte hier am Ende das t sozusagen kommt von hier. Ich erhalte diesen Bruch t geteilt durch h0 von ph0f minus f. Das sind das, was ich nach Anwendung der Dreiecksumgleichung bekomme. Was sehen wir jetzt? Für ein t, was sozusagen auf folgende Art und Weise gewählt wurde, erhalten wir erstmal, dass dieser Anteil, das ist viel einfacher, wenn t hinreichend klein gewählt wurde, können wir nämlich das abschätzen, hier nach oben durch c, durch dieses c, wo wir das hier benutzt haben. Ich glaube, hier sollte einfach noch Minimum h0 stehen, um sicher zu gehen. Diesen Anteil können wir durch c abschätzen, damit kriegen wir hier 2 mal tc. Und diesen hinteren Anteil können wir jetzt abschätzen dadurch, dass wir sagen, dass wir ganz brutal sind. Wir sagen einfach, wir wenden hier nochmal die Dreiecksumgleichung drauf an, erhalten also die Norm von ph0f, was ich nach oben abschätzen kann durch die Norm von f. Das gleiche kriege ich hier die Norm von f, also ich kriege hier einfach nur zweimal die Norm von f. Und wenn ich jetzt t wie folgt gewählt habe, kann ich das Ganze natürlich nach oben abschätzen durch Epsilon. Damit habe ich gesehen, dadurch, dass das für jedes Epsilon größer 0 geht, habe ich gesehen, dass diese Norm beliebig klein werden kann. Und das zeigt nichts weiter als, dass f in dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit liegt. Das war sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, jetzt muss ich zeigen, dass dieser Definitionsbereich dicht in B0 liegt, was dann bedeutet, dass der Abschluss davon gleich B0 ist. Was heißt, dass der Definition dicht in B0 liegt? Naja, wir nehmen uns erstmal eine Funktion f aus B0 her. Und was wir finden müssen, ist eine Folge fn, die in dem Definitionsbereich des Operators liegt, die die Eigenschaft hat, im starken Sinne gegen f zu konvergieren. Gut, also was sagt uns das Lemma
3, 4 und die obige Aufgabe. Naja, schauen wir uns doch erstmal, bevor wir uns diese Folge konstruieren, das Folgende an. Also ich nehme jetzt ein f aus B0 her. Und dann gucke ich mir an, 1 durch h von diesem Operator pH-Identität angewendet auf dieses Integral 0 bis t von ps f ds. Und die obige Aussage sagte uns erstmal aus, naja, auf B0 weiß ich, bin ich stark stetig. Nach Voraussetzung hatte ich eine Kontraktion, also habe ich jetzt eine Kontraktion, eine stark stetige Kontraktionshalbgruppe auf B0. Damit ist dieses Integral auch erstmal wohl definiert. Und diese Aufgabe sagt mir, dass ich diesen Teil einfach in das Integral reinziehen darf und diesen Shift ausnutzen darf und erhalte damit, dieses erste Integral wird zu dem Integral von h bis d plus h von psf und das zweite bleibt so stehen, wie es war. Jetzt kann ich einfach diese beiden Integrationsgrenzen, also ein bisschen umschreiben, das ist nämlich das gleiche wie 1 durch h vom Integral von t bis t plus h psf minus das Integral von 0 bis h psf ds. Also man sieht einfach, ich splitte dieses Integral auf in das Integral von 0 bis h und das Integral von h bis t. Das Integral von h bis t killt natürlich hier das Integral von h bis t und hier erhalte ich als Randintegral das Integral von t bis t plus h. Gut. Was weiß ich noch? Naja, ich weiß auch noch, dass wenn ich auf dieser Seite den Grenzwert bilde für h gegen 0, dass dieser Grenzwert existiert. Und nicht nur das, ich weiß auch dessen Wert. Nämlich nach dieser Aufgabe konvergiert dieses Integral mit dem Vorfaktor 1 durch h gegen ptf, während dieses Integral einfach gegen f konvergiert. Und weil diese Seite der Grenzwert existiert, bedeutet das nichts weiter, als dass dieses Integral in dem Domain des, also im Definitionsbereich des Generators liegt. Und das bedeutet, dadurch, dass dieser Ausdruck hier gegen den Generator konvergiert, dass der Generator angewendet auf dieses Integral gleich ist dem Ausdruck ptf-f. Das war jetzt sozusagen die Beobachtung. Und die möchten wir jetzt ausnutzen. Also die Tatsache, dass das jetzt ein Element aus unserem Definitionsbereich ist, erlaubt uns, die folgende Funktionsfolge zu konstruieren. Also fn sei nichts weiter als n mal das Integral von 0 bis 1 durch n von psf ds, wobei f hier weiterhin eine Funktion aus b0 ist. Mit dieser Aussage haben wir gesehen, fn ist eine Folge im Definitionsbereich des Generators. Und was wissen wir noch? Wir wissen aufgrund der vorgehenden Aufgabe, dass die Seite für n gegen unendlich konvergiert gegen f. Und damit haben wir gerade nachgewiesen, dass diese Funktionfolge fn im starken Sinne gegen f konvergiert und das bedeutet nichts weiter, als dass der Definitionsbereich des Generators dicht in b0 liegt. Und damit wissen wir aber auch insbesondere, dass der Abschluss von diesem Definitionsbereich gerade gleich b0 ist. Den zweiten Teil von der Aussage a war, dass die wenn ich ein Element aus dem Definitionsbereich hernehme und den Generator darauf anwende, dass ich dann wieder im Definitionsbereich der starken Stetigkeit liege. Nehme ich mir also ein f aus dem Definitionsbereich des Generators her. Und was weiß ich? Naja, ich weiß auch, dass f in dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit liegt. Das haben wir gerade gezeigt. Das haben wir sozusagen in dem Teilschritt hier gezeigt. Und jetzt kann ich das Lemma 3, 4 anwenden.
das uns sagt, erstmal B0 ist ein Banachraum. Und Teil B sagte aus, geh mal zurück, dass wenn ich PT auf ein Element aus B0 anwende, wieder in B0 liege. Das heißt die Invarianz. Mit anderen Worten, was wir hier haben, PTF ist ein Element aus B0, F ist ein Element aus B0, damit wissen wir, diese rechte Seite, diese linke Seite ist, liegt in B0. Und das gilt für jedes T. Und jetzt, dadurch, dass ich weiß, dass B0 ein Banachraum ist und B0 abgeschlossen ist, weiß ich natürlich auch, dass dieser starke Limes in B0 liegt. Der starke Limes ist auf der anderen Seite aber nichts weiter als der Generator angewandt auf F. Damit habe ich genau nachgewiesen, diese Inklusion. Damit haben wir sozusagen Teil A vollständig bewiesen. Kommen wir jetzt zu Teil B. Teil B der Aussage war, dass der Generator mit der Halbgruppe kommutiert. Und dass ich sozusagen nicht nur eine rechts, dass der Generator nicht nur eine rechtsseitige Ableitung darstellt, sondern dass das auch, dass auch eine linksseitige Ableitung existiert. Die beiden Dinge sind nachzuweisen. Also nehmen wir uns erstmal ein F aus dem Definitionsbereich des Generators her und fixieren einen Teilpunkt t größer als 0. Und dann gucken wir uns das folgende an. Ich gucke mir an 1 durch h von pH angewendet auf ptf minus ptf, wobei h Strich größer sein soll als 0. Jetzt kann ich in dem ersten Schritt erstmal die Halbgruppeneigenschaft anwenden, die mir erlaubt, pH mit PT zu kommutieren. Das habe ich hier gemacht. Und dann kann ich wieder PT ausklammern. Da halte jetzt hier PT von 1 durch H PHF minus F. Und was weiß ich? Naja, ich weiß aber, dass der starke Limes für H gegen 0 von dieser Seite konvergiert gegen PT Generator angewandt auf F. Und hier benutze ich einfach nur, um das diesen Schritt nachzuweisen, die Eigenschaft aus, dass PT eine Kontraktion darstellt. Was sagt mir das? Also das sagt mir doch das Folgende aus, wenn ich mir nur die Seite angucke, das sagt mir aus, dieser Limes von diesem Objekt hier existiert. Schritt 1. Das heißt nichts weiter als, dass PTF im Definitionsbereich des Generators liegt. Und es sagt mir noch mehr aus, naja, jetzt kann ich ja die Definition vom Generator anwenden, die sagt mir aus, naja, der starke Limes von diesem Objekt ist nichts weiter als der Generator angewendet auf PTF. Das ist das. Was haben wir jetzt gesehen? Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass der Generator angewendet auf PTF gerade der Grenzwert ist, aber das war ja auch gerade der Limes, also dieser Grenzwert auf der anderen Seite. Das heißt, der Generator und die Halbgruppe kommutieren. Das ist der erste Teil der Aussage. Jetzt wollen wir noch uns das angucken mit der linksseitigen Ableitung, ob die existiert. Und hierzu betrachten wir einfach mal, fixieren wir ein t' größer als 0. Wir nehmen uns wieder eine Funktion f aus dem Definitionsbereich des Generators her. Und jetzt möchte ich den folgenden Limes beschreiben, nämlich den starken Limes von 1 durch h von ptf minus pt minus hf. Und das soll das gleiche sein wie pt vom Generator angewandt auf f. Na gut, wie machen wir das? Wir schreiben einfach genau das, was hier steht, mit der Definition von dem starken Limes aus. Das heißt, wir betrachten 1 durch h von ptf minus pt minus hf minus ptgf. Und davon die Norm. Die Idee ist, in dem ersten Schritt, ich möchte jetzt aus allen diesen Termen unter Ausnutzung der Halbgruppeneigenschaft pt minus h ausklammern. Das habe ich hier gemacht und hier habe ich einfach dann die Eigenschaft von der Operatornorm benutzt.
und das aus der Norm rausgezogen. Und ich weiß ja, das ist eine Kontraktion, das kann ich nach oben durch 1 abschätzen. Was bleibt dann übrig? Na, dieser Teil hier ist ja nichts weiter als pt minus h verknüpft mit ph. Das heißt, dieses ph von f bleibt übrig. Hier bleibt nichts weiter als die Identität angewendet auf f übrig. Also das ist einfach nur f. Und im hinteren Teil erhalte ich einfach pH von GF. Noch nicht ganz fertig. Wir müssen jetzt sozusagen uns um diesen Ausdruck noch kümmern. Und hier führe ich jetzt einfach nur eine Nulladdition durch. Ich addiere also Generator angewendet auf die Funktion f und ziehe ihn wieder ab. Und sortiere die Terme um und benutze die Dreiecksumgleichung. Dann erhalte ich den ersten Term. Das ist 1 durch h phf minus f minus gf. Und im zweiten Term erhalte ich pH von GF, das ist den Term, der hier steht. Und das ist den Term, den ich künstlich hinzugefügt habe, GF. Was wissen wir jetzt? Wir wissen auf der einen Seite, also auf der Seite, wir haben hier F aus dem Definitionsbereich des Generators gewählt. Das heißt, für H gegen 0 konvergiert diese Seite gegen 0. Das war ja gerade die Definition von diesem Definitionsbereich des Generators. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, dass der Generator angewendet auf die Funktion f wieder in der Domain der starken Stetigkeit liegt. Das heißt, dieses Objekt hier ist ein Element von B0, dieses Objekt hier ist auch ein Element von B0. Das heißt, hier können wir jetzt die starke Stetigkeit ausnutzen. Das heißt, diese Norm hier konvergiert aus diesem Grunde für h gegen 0 gegen 0. Damit haben wir die Behauptung bewiesen. Das heißt, was wir jetzt wissen ist, dass wir sozusagen nicht nur eine Rechtsableitung haben, dass wir auch eine Linksableitung zu jedem Zeitpunkt her. Also der Generator hat die Aufgabe einer Ableitung der Halbgruppe oder übernimmt diese. Was bleibt jetzt noch zu zeigen? Es bleibt noch diese Integralformel nachzuweisen. Also wir wollen zeigen, dass ptf minus f das gleiche ist wie das Integral von 0 bis t von ps gf. Also so im Prinzip den Hauptsatz der Integralrechnung auf diesem Operator-Level. Und das soll gelten für die Funktion aus dem Definitionsbereich des Generators und für den Zeitpunkt t größer als 0. Also nehmen wir uns diese beiden Objekte her und schauen uns doch einfach mal an, was ist denn ptf minus f minus das Integral von 0 bis t psgf. Na gut, was wir machen ist, wir können ja einfach hinzuaddieren, das Integral 1 geteilt durch h ph minus Identität angewendet auf das Integral 0 bis t PSFDS. Diesen Term addiere ich hinzu und ziehe ihn wieder ab. Und auf dieser Seite habe ich noch Folgendes benutzt. Ich habe die Aufgabe, die ich zuvor gestellt habe, benutzt und habe PH minus die Identität in das Integral hineingezogen. Das ist sozusagen das, was hier passiert ist. Deswegen taucht hier, und dann habe ich noch die Halbgruppeneigenschaft benutzt, deswegen taucht jetzt hier PS von 1 durch h ph minus ph minus Identität angewendet auf f, was nichts weiter ist als phf minus f auf. Und es taucht auf den Generator von f, das ist genau der Term, mit dem wir hier gestartet sind. Gut, was können wir jetzt hier machen? Wir wissen aufgrund von Aufgabenteil a, dass diese Norm für h gegen 0 verschwindet. Weil wir gesehen haben, diese Seite konvergiert genau gegen diesen Ausdruck. Also, diese Seite konvergiert gegen den Generator von dem Integral und der Generator von dem Integral war gerade dieser Ausdruck hier. Was machen wir mit dem zweiten Integral? Naja, hier sind wir etwas einfach relativ brutal. Ich möchte die Norm jetzt in das Integral hineinziehen und ich möchte diesen Operator PS mithilfe der Operator rausziehen und ausnutzen, dass es eine Kontraktion ist, dass dieser Teil verschwindet.
Dann sehe ich, aha, das Integral über 0 bis t läuft ins Leere, weil dieser Ausdruck gar nicht mehr von s abhängt. Das heißt, ich kriege einfach nur den Faktor t. Was hier steht, ist aber nichts weiter als die Definition der Domain des Generators. Nämlich, das war ja gerade der starke Limes von diesem Ausdruck soll existieren. Und der Generator ist gerade gleich diesem Limes. Das heißt, dieser Ausdruck verschwindet aufgrund der Tatsache, dass die Funktion f im Domain des Generators liegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier h gegen 0 bilde, sehe ich, diese ganze Seite verschwindet. Das heißt, was wir hier jetzt gesehen haben, ist, dass die Norm von dieser rechten Seite nichts weiter ist als 0, was ja nichts weiter ist als, oder gleichbedeutend damit ist, dass ptf minus f gleich ist dem Integral von 0 bis t von psgf und aufgrund der Eigenschaft, dass psg diese beiden Operatoren kommutieren, ist es auch das gleiche wie g mal ps von f. Damit haben wir auch den zweiten Teil, also Aufgabenteil B, gezeigt. Aufgabenteil C war der Nachweis der Abgeschlossenheit. Dazu müssen wir das Folgende machen. Also ich nehme in der Folge fn aus dem Definitionsbereich des Generators her, die die folgenden zwei Eigenschaften haben sollen, nämlich diese Folge fn soll im starken Sinne konvergieren gegen ein f in unser Banachraum und die Folge g von fn soll auch konvergieren gegen eine Funktion g in unserem Banachraum. Was wir zeigen wollen ist, dass dieses Limesobjekt f in der Domäne des Generators liegt, also im Definitionsbereich des Generators, und dass die folgende Gleichheit gilt, nämlich dass g angewendet auf diese Funktion gerade gleich klein g ist. Gut, und hierzu benutzen wir jetzt den Teil b, den wir bereits gezeigt haben. Und zwar, ich möchte einfach mal aufschreiben, was ist jetzt ptf minus f minus das Integral von 0 bis t von psg. Dieses Objekt möchte ich mir angucken. Und das soll jetzt für ein beliebiges t größer gleich 0. Na gut, was mache ich jetzt? Hier jetzt führe ich wieder eine Nulladdition durch. Also ich addiere für ein festes n fn hinzu und ziehe es geeignet wieder ab. Also ich halte einmal, addiere ich ptfn hinzu und ziehe den Teil wieder ab, fasse den sozusagen mit dem ersten Teil zusammen, das ist dieser Ausdruck. Dann addiere ich fn hinzu und ziehe es wieder ab und das Integral hier hinten übernehme ich einfach. Und jetzt kann ich einfach die Dreiecksungleichung und die Operatornorm benutzen und ich sehe, dass ich diese beiden ersten Ausdrücke nach oben abschätzen kann durch die Norm, die Operatornorm von pt plus 1 von der Norm von fn minus f. Und im hinteren Teil sehe ich jetzt das Folgende, nämlich hier steht einfach nur die Norm von ptfn minus fn minus das Integral von 0 bis t psg. Und was ich jetzt weiß, ist aufgrund des zweiten Schrittes, jetzt gehen wir hier einmal zurück, hier haben wir uns jetzt gerade angeguckt, für ein fn war aus unserem Raum dg. Das haben wir hier gesehen, für ein f aus unserem Raum, aus unserem Definitionsbereich des Generators, wissen wir gerade diese Gleichheit, nämlich dass pt von f minus f das gleiche ist als wie dieses Integral von ps von g f. Und das, genau das möchte ich benutzen. Also das haben wir ja gesehen, dass diese Gleichheit hier gilt. Also ersetze ich sozusagen ptfn minus fn durch das Integral von 0 bis t von psgfn. Das steht hier. Was ich jetzt machen möchte, ist in diesem Teil, ich möchte einfach nur die Norm wieder ins Integral ziehen. Ich möchte ps ausklammern. Das ist hier geschehen, mit Hilfe der Operatornorm nach oben abschätzen durch 1. Und dann bleibt nur übrig gfn minus g. Das Integral über s läuft dann in die Leere. Und nach Voraussetzung wissen wir jetzt, dieser Ausdruck konvergiert gegen 0.
weil wir ja angenommen haben, dass G, Fn im starken Sinne gegen G konvergiert. Wir haben auch angenommen, dass im starken Sinne Fn gegen F konvergiert. Deswegen weiß ich auch, dass diese 0 verschwindet für n gegen unendlich. Damit haben wir gezeigt, für n gegen unendlich, dass diese Norm, die hier steht, gerade gleich 0 ist, was gleichbedeutend damit ist, dass, wenn ich jetzt zum Limes übergehe, also dass, nee, das gleichbedeutend damit ist, dass ptf minus f gleich ist dem Integral von 0 bis t psg ds. Und jetzt gucke ich mir an, was ist denn der starke Limes für t gegen 0 von 1 durch t ptf minus f. Wir müssen ja nachweisen, f liegt im Definitionsbereich des Generators. Naja, aufgrund dieser Beobachtung hier oben kann ich ptf minus f ersetzen durch das Integral von 0 bis t von psg ds. Und jetzt kann ich einfach noch anwenden, die starke Stetigkeit auf dieses Integral, was mir nichts weiter sagt, als dass dieses Integral konvergiert gegen g, weil da p eine stark stetige Kontraktionshalbgruppe ist. Was habe ich damit gezeigt? Damit habe ich gezeigt, dass dass f in der Domäne des Generators liegt. Und ich habe insbesondere gezeigt, dass, wenn ich den Generator anwende auf die Funktion f, gerade klein g rauskommt. Das ist das, was wir zeigen wollen. Zusammengefasst, was haben wir bisher erreicht? Wir haben zwei Dinge erreicht. Wir haben gesehen, dass sozusagen sich diese Halbgruppe, die stark stetige linearer Kontraktion effizient beschreiben lässt mithilfe des Generators. Das heißt, ich kann von der Halbgruppe übergehen zum Generator. Was noch fehlt, ist sozusagen die Rückrichtung, ob ich von einem Generator startend rückschließen kann auf die Halbgruppe. Das fehlt noch. Das soll uns in der übernächsten Vorlesung beschäftigen. Im folgenden Teil oder nachfolgenden Vorlesungen soll es erstmal um Anwendung davon gehen und ganz konkrete Beispiele. Aber dazu das nächste Mal mehr.